Was bleibt bitte? Herzlich willkommen auf 999 Sit. Lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da und viel Spaß mit dem Video. Der, wie Karl ist in seine Wohnung. Also so Karl, so nicht. Eher so ein Stuhl hier. Nicht mal eine Lampe drum. So wie bei dir einzig Sitzsack. Ja, ich bin auch bodenlos. Ich habe mir heute eine Wohnung angeguckt und dann war da so fertig so eine vordesignte Wohnung schon mal. Und dann meinte ich so, ja, ich würde es auf keinen Fall so einrichten. Dann sagt sie, ja, ist nicht jedermanns Geschmack. Ich meinte, nee. Würde ich es selber einrichten, dann wird da ein Bett stehen in meinem Schlafzimmer und das war's. Also ich Digga, in mein Schlafzimmer, da haue ich mein Bett hin und so einen Nachttisch. Mehr brauche ich nicht. Wozu? Im Wohnzimmer, Couch, unter den Fernseher ein Dings, Fernseher rauf, fertig. Ich brauche nicht mal einen Teppich. Elias, Dankeschön für den 8. Irgendwo was, wo ich essen kann, so ein bisschen, so ein Tisch beim Wohnzimmer, bei der Couch. Und mehr Möbel braucht man nicht mal. Vor eigentlich neue, größer. Ist mir aufgefallen, wie oft ich dieses Jahr schon meinen Stream restarten musste, zum Beispiel. Also ich muss hier so schnell wie möglich raus, allein wegen meinem Internet. Ich kann nicht mal anständig streamen. Und mein Mietvertrag geht noch 2 Monate oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich das verlängern kann auch. Auf jeden Fall suche ich was zum Kaufen. Ich werde sowieso Immobilien kaufen und ich suche mir jetzt was zum Kaufen, wo ich dann selber drin wohne. Julko, danke für 12. Ich war wie Elis Mono ein. Nein, ich will selber kaufen. Außer ich kann die Eli abkaufen für eine Mille. Aber Eli verkauft die ja nicht. Das ist ja nicht der Sinn davon. Hast du immer noch dein Lager? Nein. Das ist ja alles hier. Nicht die Wohnung, in der du lebst, jetzt kaufen. Würde ich gerne, aber einen Minuspunkt gibt's hier und zwar das Internet. Richtig. Ich guck mir nächste Woche sogar ein Haus an. Mal gucken. Weil, Digga, was glaubt ihr, wie viel so eine Wohnung kostet, die ich mir holen möchte? Also so eine gute Wohnung, die mir auch gefällt, wo ich drin wohnen will. So was so 3000 Miete kostet ungefähr. Also in Berlin, in einer guten Gegend, ich zahle hier mindestens für so eine Wohnung, die mir gefällt, 1,2 bis 1,8 Millionen für eine Wohnung. Und dann kommt, Digga, wisst ihr, was man mit dem Geld anstellen kann? Auf Malle oder so, was ich auf Malle für eine Villa bekomme mit Pool und was weiß ich alles, zum Beispiel, also so Marbella oder so. Okay. Marbella Villa. Kaufen. Nimm jetzt einfach mal Marbella. $5,700,000 Yeah. Mann, was? Ein bisschen außerhalb ein Haus suchen. Ich will nicht außerhalb wohnen. Leute, Engel und Völkers. Das kenne ich ja sogar. 2,6. Ja, gib mir einen guten Preis. 1,8. Nee, das ist es nicht. Sowas hier? 1,3. Ja. Guck mal, was man da kriegt. Anstatt so eine scheiß kleine Wohnung in Berlin. Deswegen finde ich, so eine Wohnung lohnt sich kaum, Digga, für 1,5. Da hole ich mir lieber ein Haus in Berlin für 1,5. Ein bisschen außerhalb. Und Wohnung vermiete ich, hole ich so kleinere Wohnungen, so 500k oder so. Ich gucke, jetzt schlage ich über die Strecke. Los Angeles Villa, zeig's mir. Zeig mir mal die Preise. Obwohl, in L.A. will ich nicht wohnen, in Miami auf billig steuern. Miami Villa kaufen, das sind halt viele Wohnungen. Häuser weiß ich doch nicht, wie es da läuft. Luxusimmobilien zum Verkaufen, das ist mein Preis. Nee. Da sind halt hauptsächlich Wohnungen, ne? Aber Wohnung ist auch cool. 1,2 Millionen, 117 Quadratmeter. Das ist einfach billiger als Deutschland, als Berlin. Was soll denn das? 1800 Quadratmeter? Ich schlafe 4 Badezimmer. Digga, was sind das? Chat Miami wirbt mich gerade ab. Ich mach mal so bis 2 Millionen. Jetzt hier irgendeine schöne Villa, zeig's mir. 1,3 Millionen. Man kriegt eine Villa in Miami, Junge, mit Pool.
für den Preis von einer scheiß Wohnung in Berlin. Das check ich nicht, Digga. Deswegen bin ich skeptisch, mir eine Wohnung zu kaufen in Berlin, weil das so teuer ist. Das macht keinen Sinn. Amerika ist auch immer so schlechte Dings. Ich zeig mal Berlin. Amerika ist auch immer so schlechte Qualität bei den Häusern und sowas, das weiß ich. Ich guck mal, wird hier irgendwas geleakt. Ja. Berlin. Bab. Kaufen. Also ich rede ja von Wohnungen, die so modern sind und so. Ich hasse zum Beispiel, wenn die Wohnung so zum Beispiel Heizungen hat an den Wänden. So eine alten Heizungen. Ich mag das nicht. Muss Fußbodenheizung haben zum Beispiel. So. Und es gibt immer irgendwelche Punkte, die ich nicht mag an den Wohnungen. 192 Quadratmeter für 2 Millionen. Ich habe heute eine Wohnung angeguckt, ich frage, wie viel kostet das? 1,9 Millionen. Also, sowas mag ich zum Beispiel nicht. Hier ist halt viel Altbau in Berlin, Charlottenburg so. Monos. Das habe ich mir angeguckt! Nee, es sieht anders. Aber es wurde mir auch vorgeschlagen. 31 Quadratmeter kostet 780 Euro. 167 für 2 Millionen. 300 für 3,5 Millionen, 200 für 2,6 Millionen, 128 Quadratmeter, das ist so große, gute Größe, die ich haben will, für 1,45 Millionen. So viel werde ich denn zahlen müssen. Das habe ich sogar meinen Makler geschickt, dass ich das cool finde. Das ist sogar eins der besten. Also so Preis-Leistung auch. Das ist geisteskrank. 1,8. Ja, also... Es ist verwirrt. Haus in Zehlendorf. Dancer Langston für 22. Ist es von dir oder was? Okay. Ich schick Link rein. Schau mal, das hier Haus in Zehlendorf. Er ist mir aber auch ein bisschen zu altmodisch. Und es hat alte Dings. Heizung drin. Sehe ich schon. Das triggert mich übertrieben. Ich will das auf keinen Fall drin haben. 1,7 Millionen 230. 800 Quadratmeter. Ja, deswegen, sowas lohnt sich doch viel mehr als so eine Wohnung, oder bin ich blöd? Also jetzt nicht das, sondern ein bisschen Neueres. Das kriegt man ja hin. Grundstücke in Berlin sowieso komplett durch. Das Ding ist so ein Haus und dann wohne ich ja ein bisschen außerhalb. Dafür hat man halt eine Wohnung entweder mittendrin oder ein Haus außerhalb. Aber ich bin in einem Alter, da will ich mit meinen Kindern und so will ich außerhalb im Haus wohnen. Aber... Jetzt? Digga, ich kann da bestimmt nicht mal richtig bestellen und sowas.